So, jetzt schön in den Club und ein paar Weiber klären. Meine Haare. Wow, geil. Chris halb zwölf, heute mit vertauschte Rollen. Eltern und Kinder. Guck mal, Papa, ich habe ja so Post bekommen von Facebook. E-Mail. Sag mal, wie macht man sich da so einen Account? Wehe, du addest mich bei Facebook. Papa, wie sieht's denn hier schon wieder aus? Überall fliegt dein Zeug rum. Deine Boxershorts, deine Socken, dein Rucksack. Im Bad liegt dein Laptop. Ja, räum es doch weg, wenn es dich stört. Aber meinst du nicht, dass du ein bisschen viel vor der Flimmerkiste hängst? Hast bald viereckige Augen, ne? Ey, Alter, ich mache hier gerade Second Screen. Aber geh doch mal ein bisschen raus, so mit deinen Freunden oder mit dem Hund. Hä? Oder mit dem Kumpel aus dem Altenheim. Unternimm mal was. Hm? Geh mal vor die Tür. Ach, Real Life. Klar, Real Life. Digga, du weißt nicht, was abgeht. Meine Freunde sind hier drin, nicht da draußen. Hey, es ist Freitagabend. Was hängst du denn hier rum? Ich guck hier gerade so einen Rosamunde Pilcher-Film ganz in Ruhe. Lame. Papa, es ist Freitagabend. Was machst du heute Abend? Oh, du, ich geh mit ein paar Kumpels mal locker einen durchrubbeln. Verstehst du? Sofort einen abknallen. Ins Freudenhaus? Du kannst doch nicht ins Freudenhaus gehen. Puff, Junge. Puff. Yo, Girl. Ey, du hast doch so ein süßes kleines Sparschwein am Start. Hm? Kannst du für den Papa mal einen Zehner rüberwachsen lassen? Aber Papa, das brauche ich doch morgen auf dem Schulhof, um mir einen Kakao zu kaufen. Boah, das ist voll gemein, ey. Ich hasse dich. Chill mal ab, Alte. Du hast mal vergessen, wer hier der Babbo ist. Babbo? Ja, hallo Papa. Wo bist du denn? Du wolltest doch um 5 Uhr hier sein, um mir Essen zu machen. Das hast du nicht vergessen, oder? Ich bin Hauptbahnhof. Ach, du bist Hauptbahnhof. Ja, hast du einen neuen Spitznamen. Also hallo Hauptbahnhof. Um 5 Uhr. Punkt 5 Uhr. Ich muss auflegen. Komm, du geile Schicksal. Hola, Chica. Chica, ich bin Mettler. Du siehst aus wie mein Sohn. Ach, Kalle, das war doch eine andere Rolle. Ey, Alter. Mach mal ab, Mod. Wenn ihr den Kalle auch so cool findet wie wir, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und checkt auf jeden Fall seine Facebook-Seite aus, die haben wir jetzt hier eingeblendet. Was uns auch noch ein bisschen interessiert hätte, kennt ihr Kalle Pohl überhaupt noch? Aus dem Fernsehen? Wo hast du mitgespielt? Ben Hur. Ben Hur, ja. Und James Bond. James Bond war ja. Aber der Bösewicht? Ja, also wenn ihr auf jeden Fall Kalle Pohl noch kennt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und die Verbindung ist ja zustande gekommen, weil ich damals Fotos von Kalle gemacht habe. Schön. Daher kennen wir uns. Kalle wollte unbedingt erotische Fotos. Und hat Joyce gesagt, ja, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja. Hat sie bekommen? Man weiß es nicht. Heiße Bilder. Wollt ihr die Bilder sehen? Nein, das war natürlich Spaß. Joyce hat ernsthaft Fotos von ihm gemacht. Und daher haben wir uns quasi kennengelernt. Die kann man übrigens sehen auf meiner Homepage. Oh. Ja. Deine Fotos cool. Von mir. Und da auch mal in der Infobox gucken. Ja. Habe ich dann auch verlinkt. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Wann das kommt, man weiß es nicht, aber... Es kommt. Es kommt, genau. Die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Boah, mein Lehrer. Ein weises Schlusswort. Tschüss!